Freunde, wie ich schon versprochen hatte, jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. Ich habe mir an der Stelle neue Kopfhörer gekauft, die sind jetzt hier. Das sind die alten Kopfhörer, die sind doch nicht in meinem Mixer gelandet. Ich habe jetzt gerade nur zur Kenntnis wahrgenommen, dass es nicht an den Kopfhörern lag, sondern an dem Kabel, was an den Kopfhörern verbunden ist. Das muss ich neu kaufen. Kann man jetzt leider nichts machen. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall den zweiten Teil an, oder den restlichen Teil besser gesagt, von dem Video, was wir uns von Sascha reingezogen haben, was wir leider nur abbrechen mussten. Aussteiger aus der Branche, ob Table Dance oder auch direkt aus OF, berichten nicht nur von positiven Sachen. Psychische Probleme, dass sie es bereuen. Aber ich glaube, dass es nur einen ganz geringen Anteil von Menschen gibt, die dafür gemacht sind, die das machen können, mit denen das nichts macht. Und ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu und habe euch aber lange Zeit suggeriert, ich täte es. Warum nehmen so viele Drogen in? Ach so, warte mal, sie gibt damit halt indirekt zu, dass es sie psychisch belastet hat. Das Ding ist, so wie ich mir das vorstellen kann, vor allem halt auch in dieser OF-Welt, ne, ich bin da selber nicht drin, aber so wie man das einfach hört und auch wahrnehmen könnte, kann ich mir vorstellen, dass halt die meisten Leute wirklich daran kaputt gehen, weil die sich Grenzen setzen und sagen, ey, mehr will ich eigentlich gar nicht machen. Aber durch das Geld, was die natürlich dann auch anlockt und die Gier, gehen sie über diese Grenzen und machen Sachen, die sie eigentlich nicht machen wollten. Und gegen Ende bereuen die das dann und denken sich dann, scheiße, was habe ich gemacht? So, das ist schon wirklich sehr, sehr hart. Damit sie das ertragen, was sie da tun, damit sie ertragen, was sie hören von den Männern, was sie sehen von den Männern, was sie da jeden Tag mit denen chatten müssen bei OnlyFans, das ist ein Kopf 24/7. Das wird alles nicht erwähnt von Anne Wünsche. Und das ist so heftig und ich finde das so fatal und ich verachte das Verhalten förmlich. Dass die anderen davon abraten würden, dass es katastrophale Folgen haben kann und sie ihre Bilder und Videos, ihren Content nicht mehr aus dem Internet kriegen, egal wie sehr sie sich danach distanzieren und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Das ist ja auch der Punkt, den ich angesprochen hatte wegen Anne Wünsche oder Anna Wünsche, keine Ahnung, wie die Dame heißt. Auf jeden Fall hat sie ja selber auch Kinder. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Kinder auch diese Fotos sehen. Weil ich denke mir so, guck mal, stell dir vor, deine Mutter macht irgendwie OnlyFans. Irgendwann gerätst du an die Bilder und dann siehst du einfach deine Mutter nackt. Und das macht dann natürlich auch als Kind mit deiner Psyche was, wenn irgendwelche anderen Jungs zum Beispiel in der Klasse sagen, ey, guck mal, wie geil die ist und was weiß ich was. Und dann einfach ein Bild von deiner Mutter zeigen. Also das wünsche ich am Ende des Tages keinem Kind. Aber daran denkt sie als Beispiel nicht, weil sie sich denkt, boah, ich will erstmal nur das Geld. Ich will es natürlich nur für meine Kinder machen. Ich mache das ja nur für meine Kinder. Sie bedenkt aber nicht, was es vielleicht mit den Kindern danach macht. Und Geld ist nicht nur das Entscheidende dafür, sondern man muss da an ganz andere Sachen denken. Will ich auch nicht, dass es so glamorized ist und man denkt, das ist super schön. Ist es irgendwie nicht. Und wenn du dafür gemacht bist, für Sexwork, dann tu es. Aber ich kann das nicht. Und ich bin auch in unschöne Situationen gekommen. Es gibt da draußen Material von mir, was nicht so ganz mit meiner Zustimmung aufgenommen wurde. Also das sind halt auch für mich Situationen, die nicht schön sind. Dir muss halt wirklich bewusst sein, wenn du einmal in die Branche einsteigst, bist du drinne und du wirst nie wieder rauskommen. Nacktfotos, Clips, egal was du gemacht hast in dieser Branche, wird dich das ein Leben lang bis zum Tod halt, verfolgen. Themen, die meistens nicht angesprochen werden oder aus einer anderen Perspektive erzählt werden, dass man darüber hinwegschauen kann. Weil ganz, ganz viele würden gerne gewisse Wege gehen, trauen sich aber nicht, weil sie halt einfach Angst haben vor der Reaktion vom Umfeld, von Freunden, Familien. Wie gehen die damit um? Was ist, wenn die das rausfinden? Digga, die versucht das auch noch gerade so gut zu reden, von wegen, ja, guck mal, viele trauen sich nicht, was denkt wohl meine Familie darüber? Denkst du, wenn du das jetzt machst, wenn du diesen Schritt gehst, wird die Familie so an der Tür stehen, alle werden sich so versammeln und dann, wenn du reinkommst, klatschen. Wir sind sehr stolz auf dich, dass du mit OnlyFans angefangen hast, dass du jetzt mit deinem Körper Geld verdienst. Nein, ich denke zu 90%, da will ich jetzt nicht jeden hier mit reinziehen, aber ich vermute, zu 90% der Elternteile werden damit nicht zufrieden sein, weil sie sich denken, ey, ich will mein Kind ja eigentlich davor schützen, dass es sich nackt im Internet zeigt oder ihr Körper im Internet zeigt. Weil es gibt A, Digga, gibt so viele Pädophile, B, gibt es genug notgeile Männer, die sich darauf dann einwedeln. So, deswegen, das wünschst du am Ende des Tages deinem Kind nicht, weißt du, wie ich meine? Deswegen denke ich nicht, dass die meisten darüber erfreut werden. Wenn du was machen willst, dann geh den vernünftigen Weg. Du wirst immer irgendwie eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen und dann am Ende des Tages auch stolz darauf sein zu können. Was immer noch ihre Sicht ist und deswegen man es auch akzeptieren muss. Doch bevor ihr euch auf solchen Seiten anmeldet, solltet ihr über alle möglichen Situationen und Folgen aufgeklärt werden oder zumindest darüber nachgedacht haben. Nicht nur für euch, sondern auch für euer Umfeld, für eure mögliche Zukunft, für eure möglichen Kinder, für bereits bestehende Kinder. Und auch meine Kinder, wenn die irgendwann mal zu mir kommen werden und sagen, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du das machst.
werde ich es trotzdem weiterhin machen, um meine Kinder eher dazu erstärkt zu stellen. Alles klar. Mama, bitte hör damit auf. Nein, ich werde damit nicht aufhören. Allein diese Aussage, wenn meine Kinder irgendwann zu mir kommen und sagen, Mama, bitte hör auf, dachte ich, kommt jetzt ein, okay, für euch höre ich auf. Und dann kommt einfach so ein stumpfes, ich werde trotzdem weitermachen. Jetzt wird wahrscheinlich der Punkt kommen, wo sie sagen wird, dass die Kinder einfach machen sollen, worauf sie Bock haben. Mal gucken, ob das jetzt fällt. Stärken. Lebe dein Leben, egal was andere davon halten, es ist dein Leben. Was mir persönlich in diesen Interviews immer auffällt. Ich weiß nicht, also mit der Meinung werde ich nicht warm. Ich bin ehrlich, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich anders aufgewachsen, aber ich komme damit nicht klar. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist, wie ihr denkt. Vielleicht denke ich auch einfach zu ernst drüber oder viel zu hart drüber. Aber ich würde meinen Kindern auf gar keinen Fall empfehlen oder erlauben, dass sie mit OnlyFans anfangen. Auf gar keinen Fall. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Da kannst du sagen so, ey, schlechte Erziehung oder zu strenger Vater oder keine Ahnung was. Aber ich werde meinem Kind nicht erlauben, dass er sich auf so einer Plattform anmeldet und seinen Körper verkauft. Ob Mann oder Frau, das will ich dem Kind nicht erlauben. So. Weißt du, ich meine, so, da braucht man auch eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ich weiß nicht, schreibt gerne mal rein, wie ihr darüber denkt, aber ich finde das auf jeden Fall nicht normal. Ist die Motivation der Erotikmodels. Unabhängigkeit, selbstbestimmtes Leben, dass man der Familie ein Leben in Reichtum ermöglicht, beziehungsweise denen einen vollen Kühlschrank nach Hause bringen kann. Auch wenn jetzt Leute sagen, ja gut, die kauft denen nur ein Haus, weil durchaus ziehen, so diese ganzen Hate-Kommentare, hat die alles nur geschafft, weil sie halt sich auszieht. Ja, true, okay, ich ziehe mich nur aus, auf jeden Fall, so, ja. Wie das jetzt viele sagen würden. Aber weißt du, von den Leuten, die das alle kommentieren, die wenigsten davon würden ihren Eltern ein Haus kaufen können, aber kommentieren das halt trotzdem. Weißt du, wie ich meine? Teilweise wird es so dargestellt, als ob es auf dem normalen Wege unmöglich wäre, ohne OF oder ähnliches einen vollen Kühlschrank zu haben und seiner Familie ein Haus zu kaufen. Danke, wollte ich auch gerade sagen. Also du wirst immer irgendwo eine Möglichkeit finden, so Gott will. Wenn du deine Leidenschaft durchziehst, das was dir Spaß macht, dann wirst du damit auch am Ende des Tages irgendwann Früchte ernten. Du wirst irgendwann damit gutes Geld verdienen und dann auch deinem Umfeld, dir selber, deiner Familie ein Haus kaufen können. So. Das ist immer nur eine Frage der Zeit und wie lange du dran bleibst. Aber jetzt so mäßig diese Schiene zu bringen von wegen, ja, anders kann ich ja meiner Familie kein Haus holen, deswegen ziehe ich mich jetzt vor der Kamera aus, damit ich meiner Mutter nächstes Jahr ein Haus kaufen kann. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil du wirst immer eine Möglichkeit finden. Dann verkauf Drogen. So habe ich das auch eine lange Zeit gemacht. Man sollte Frauen dazu ermutigen, in ihre Bildung zu investieren. Und du brauchst nicht viel Geld, um dich zu bilden und zur Schule zu gehen oder eine Fernschule zu machen oder eine Abendschule zu besuchen oder mit Kind. Es gibt alle Möglichkeiten, sich fortzubilden. Es gibt also genügend dann auch Jobs, die gut bezahlt sind. Mein Kanal habe ich damals gemacht, auch genau aus dem Grund, dass ich erklären möchte, wenn du ins Milieu abgerutscht bist, und ich bin abgerutscht in dieses Milieu, dass du es trotzdem herausschaffen kannst. Und das ist für mich Female Empowerment, dass du dich bildest, dass du dich für dich einstehst, dass du für dich kämpfst, dass du für dein Recht kämpfst, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dass du dir mehr wert bist als, ich kann mich nur als Frau ausziehen, um Geld, also um reich zu werden. Ist es das? Kann eine Frau nur das, um Millionen zu verdienen? Nee. Wenn man jedoch liest, dass man mit OF mehr Geld als ein Chefarzt oder Ist es meine Cousine? Achso, nee, doch nicht. EO verdient, ist der Anreiz natürlich auf den ersten Blick dort viel größer. Viele dieser Frauen hatten bereits vorher eine Reichweite, eine Basis. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich weiß nicht, vielleicht so bei 150k Follower. Sie steckten nicht in finanziellen Schwierigkeiten, sondern hatten die Wahl zu entscheiden, weil eine Nachfrage da war. Unbekannte Mädels sehen diese Beiträge und denken sich, sie könnten es auch schaffen. Doch hierbei sagt eine der OF-Creator selbst, mit 1000 Followern brauchst du kein OnlyFans anfangen. Es lohnt sich nicht. Du brauchst auch nicht mit 10.000 Followern OnlyFans machen. Jetzt die Frage, warum sagt sie das? Weil sie Angst hat, dass die Konkurrenz kommt? Oder ist das wirklich so? Das Ding ist, es ist einfach so eine Frage, was machst du auf OnlyFans? Ich glaube, die Leute, die wirklich bei OnlyFans aus der Masse stechen, sind die, die auch Sachen machen, die Masse nicht macht. So, das wäre so meine einzige Formel dazu. Aber wie gesagt, ich finde es krank. Weil ich denke mir halt so, es lohnt sich für dich nicht, sich komplett auszuziehen, wenn du dann am Ende deine 3.000 Euro mit nach Hause nimmst. Jetzt kommen wir aber natürlich wieder an den Punkt, dass die meisten... Hä? 3.000 Euro? So mäßig, als wäre das so Kleingeld. Okay. Die sich in dieses Milieu begeben,
das aus einer Not heraus machen und es als ihren einzigen Ausweg sehen. Und weil die meisten eben keine Reichweite mit sich bringen, werden sie sich vermutlich auch für viel weniger Geld ausziehen. Mal abgesehen davon, dass es natürlich ein super Gehalt wäre. Aber das ist genau das, worauf so eine Masche abzielt. Ich sag dazu Masche, weil das ist eine Masche. Du verherrlichst das, du verkindlichst das. Anne Wünsche ist ja selber ein Beispiel, dass sie Kinder hat und das dann macht und die ausnutzt, dass eine Frau hinter der Kamera sitzt und denkt sich, ich kann nichts anderes, es ist das Einfachste, es ist der einfachste Weg, das zu tun. Und dann dauert viel Geld, weil Anne Wünsche postete vorher, 2 Wochen vorher, glaube ich, ihren Umsatz von über 1 Million brutto, ne, vor Steuer. Sie sagt in der aktuellen Story, sie will ja gar keinen überreden. Das ist ja Blödsinn. Ja, aber, oder zu animieren wegen Geld. Aber du hast vor 2 Wochen das gepostet, dass du brutto über 1 Million verdienst, mit dass du dich ausziehst. Guck mal, das ist ja der Punkt. Selbst wenn sie nicht sagt, ey, mach das, aber dann irgendwie zeigt, wie viel Geld sie damit verdient, wird sie trotzdem Leute damit wecken und animieren, das auch zu machen. Weil die sich denken, Bruder, damit verdienst du eine Menge Geld. Du musst ja nur deinen Körper präsentieren in die Kamera und dann kannst du auch so viel Geld verdienen. Das ist das Problem, dieses Geld macht halt die meisten Menschen so gierig. Klar, 1,3 Millionen brutto, ne? Okay, ist jetzt vor Steuer abgezogen, aber selbst wenn da die Steuer abgezogen wird, das ist immer noch extrem viel Geld, ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Klar, es spricht an und klar, du denkst dir, boah, es ist gutes Geld, du kannst damit eine Menge machen, du kannst das reinvestieren, du kannst damit dir ein schönes Leben ermöglichen, aber man darf nicht vergessen, du verkaufst deinen Körper damit. Wenn ich das jetzt mal vereinfacht erkläre, bei den Frauen ist die größte Privatsphäre ihr Körper eigentlich vom Dinger. Also ein Körper der Frau ist ja eigentlich wirklich ihre Privatsphäre. Das ist ihr Körper. Der Körper gehört nicht irgendeiner fremden Person. Aber dadurch, dass sie dann auf OnlyFans ihren Körper präsentieren, haben die ihren Körper abgegeben, meiner Meinung nach. Also das ist dann nichts Privates mehr von denen, sondern die zeigen einfach irgendwelchen fremden Menschen ihren Körper so, für Geld. Und das verstehe ich halt nicht. Und allein mit dieser Story hat sich bestimmt auch ganz, ganz viele Leute damit unbewusst animiert, dass sie auch damit anfangen. Und es sind dann vielleicht auch welche, die einfach jünger sind und nicht 18 sind, sondern wirklich vielleicht 17, 16. Man weiß es nicht. Da erzählst du, dass es nur Nackedei-Fotos sind und ich, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das ist das Gefährliche. Das heißt, das Mädchen dahinter, egal in welcher Misere es ist, und wir sind alle irgendwie mal in Miseren und so, und ja, vor allen Dingen Frauen auch viel, denken sich die Frauen an, dann kann ich das ja auch machen. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Es sind nur Nackedei-Fotos und so war das bei mir im Video damals auch. Es ist ja nur Tanzen. Wenn man eben schon in einer schlechten Lage steckt und dann noch diese Sprüche hört wie, Leute, lebt doch, wie ihr wollt und macht euch keine Gedanken. Wie viele Menschen leben nicht ihr Leben, wie sie es gerne hätten, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden? Und das möchte ich vermitteln, dass du dein Leben zu leben hast, so wie du es gerne hättest und nicht... Natürlich geht es nicht darum, dass die Mädels jetzt mit OnlyFans anfangen sollen. Es geht ja wirklich nur um die Moral, dass du dein Leben leben sollst. Naja gut, das machen eben viele. Vielleicht mache ich auch erstmal nur Unterwäschefotos. Wird schon nicht schief gehen. Und das ist eben das Problem. Diese Schattenseiten werden meist immer nur erzählt von Aussteigern, von Menschen, die das Ganze schon durchlebt haben. Menschen, die aufklären möchten und die sagen, hey, wenn du das machen möchtest, fein, aber sei dir doch bitte bewusst, was damit alles einhergeht. Beispielsweise Mia oder auch Yvonne geht es ja gar nicht darum, irgendwie Frauen herabzuwerten, die das machen, sondern es geht darum, zu sagen, Leute, wenn ihr das machen möchtet, fein. Guck mal, weißt du, was mich bei dieser OnlyFans-Politik immer so abfuckt oder was mich wirklich triggert? Das sind A, die Frauen, die dann irgendwie vor der Kamera sitzen, wie das eine Mädchen, was da auch im ersten Teil schon eingeblendet wurde mit ich verdiene mehr als ein Chefarzt oder CEO oder was weiß ich was. Das sind so Frauen, da merkst du allein an der Redensart, dass sie dann irgendwie ins Café gehen mit ihrer Gucci-Tasche und dann so richtig rumflexen und alle so arrogant angucken. Das sehe ich dann in den Menschen, allein durch diese Redensart. Was mich noch abfuckt ist, Leute wie Anne Wünsche, die dann vor laufender Kamera erzählen, ja, es ist nicht schlimm und es ist nicht negativ, es hat nur Vorurteile und was weiß ich was, es so wirklich darstellen, als wäre es wirklich was nur Gutes. Aber die selber, oder hier gerade Sascha und ihre Partnerin, die reden ja gerade darüber, dass es auch viele Aussteiger gibt, die dann davon berichten, dass das Ganze wirklich Schattenseiten hat. Aber das wird ja natürlich nicht erwähnt. So, das sind die Punkte, die mich nerven. Sonst habe ich auch schon im ersten Teil gesagt, juckt mich das ein Scheiß, Digga, ob jemand OnlyFans macht oder nicht. So soll er machen, wie er will. So, das juckt mich gar nicht am Ende des Tages. Aber man muss aufpassen, wie man das rüberbringt, weil es gibt Menschen, die wirklich sehr naiv sind und dann darauf aufspringen und dann, ja,
indirekt ihr Leben gegen die Wand fahren. Checkt ihr, wie ich meine? Bitte seid euch bewusst, was das für einen Einfluss auf euer Leben haben kann. Mädel XY, 19 Jahre, entscheidet sich 2 Jahre OF zu machen, geht ein paar Mal über die Grenzen, ob sie will oder nicht, macht Fotos, Shortclips oder was auch immer man auf OF macht. Und du willst danach studieren oder du machst das schlimmstenfalls während deinem Studium. Und diese Fotos kommen raus, diese Videos kommen und es wird rauskommen. Was macht das mit dir für das Leben danach? Das muss dir bewusst sein. Du bist kein Model. Du bist kein Creator. Du bist ein Erotikmodel in der Industrie. Guter Punkt. Man muss halt bei sowas, finde ich, einfach langfristig denken. Einfach langfristig denken. Wird es später Probleme machen oder nicht? Das muss dir bewusst sein, was das für Konsequenzen mit dir zieht. Und ich möchte halt mit meinem Video oder wir, du ja jetzt auch, wir möchten davor warnen, damit das Mädchen und Frauen nicht passiert, dass sie damit, wie ich, erpresst werden, bedroht werden, vor 5 Jahren mit Geld übelst erpresst, wo ich gesagt habe, das sind meine Brüste, ich lasse mich gar nicht erpressen, weil es ist mein Leben gewesen. Ne? Aber das passiert und du wirst bis zum Sarg, hast du diese Fotos am Hals oder diese Clips am Hals oder dieses Image am Hals. Wenn das dir klar ist, wenn das dir bewusst ist, dass das in Ordnung ist, dann, dass du nie wieder aus der Branche raus möchtest, mach das ja, ist ja gar kein Problem, ne? Aber wenn du es nur zeitgemäß, also einen Zeitraum machen möchtest und du möchtest danach was anderes machen, nach dem Studium oder dieses oder jenes, du wirst nie wieder das alte Leben so führen können. Du wirst nie wieder dein altes Leben haben, wie es vorher war. Sobald du ins Netz ein Foto nackt oder so weiter reingestellt hast. Und deswegen ist es auch so schwierig, beispielsweise die Story von Anne anzuschauen oder auch ihren Umgang damit zu beobachten. Ihre selbstlose Art, ihre Empfehlung, die hier schlecht lesbar mit Werbung markiert ist. Wollte ich gerade sagen, die redet von hier, das ist nicht als Werbung gekennzeichnet und ich verdiene damit kein Geld. Warum markierst du dann Werbung? Das verstehe ich nicht. Also normalerweise machen das ja Influencer mal so, wenn etwas auch honoriert wird, also wenn du für etwas Geld kriegst für eine Story, dann musst du das mit Werbung kennzeichnen. Aber sie kriegt ja dafür kein Geld, laut Anna, deswegen sollte sie das eigentlich auch nicht mit Werbung markieren, weil es ja deine persönliche Empfehlung ist. Ist vor allem sehr intransparent, denn auf der Webseite selbst lässt sich erkennen, dass wenn Menschen über einen geteilten Link ein Profil aufrufen, selbst aktiv werden oder sich etwas darüber kaufen, also ein Abo auf der Webseite, man darin prozentual beteiligt wird. Wenn Mädels sich dort über einen geteilten Link anmelden und selbst Content hochladen, was Anne ja lieb angepriesen hat, verdient sie Geld daran. So ein Konzept gab es auch schon vor dem Internet. Das Wort müsste euch eigentlich bekannt sein. Sagen wir mal, ein fröhlicher Animateur vergab sie nach einer gewissen Zeit und Kritik zu, dass sie prozentual beteiligt wird. Vergleicht das Ganze aber mit Amazon Affiliate Links. Ich würde mich mal ganz stark aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der Vergleich hier etwas schwierig ist, weil sie in dieser Situation aktiv daran beteiligt wird, wenn Frauen unter anderem freizügigen Content hochladen und nicht... Das meine ich. Das ist ja der Punkt. Das finde ich ja so krass. Guck mal, erstmal sagt sie in der Story, ich will euch helfen. Ich will ja nur helfen und lebt euer Leben, dies und das, was sie davor gelabert hat. Aber im Gegenzug verarscht sie ja die Leute, indem sie dann nicht mal zugibt öffentlich, dass sie dafür Geld kriegt. Also sie wird ja auf Provisionsbasis wird sie ja bezahlt. Das heißt, wenn ein Mädchen, sagen wir, ich bin jetzt das Mädchen, ich gucke ihre Story, Anna hat recht, bam, gehe ich auf den Link, mache mir einen Account, mache jetzt auch Nucky Dye Fotos, dann bekommt sie dadurch halt auch Provision. So, jetzt kommt aber das Ding, was sie da versucht hat, so ein bisschen zu vertuschen, indem sie dann öffentlich auf einen Kommentar antwortet und sagt, ey, ja, ich habe keine Werbung geschaltet oder beziehungsweise ich habe für die Werbung kein Geld gekriegt, aber Provision. Davon war ja nicht die Rede von Provision, da versucht das mit Amazon Affiliate irgendwie noch gut zu reden. Das ist das Ding, die verarscht die Leute so. Deswegen braucht sie auch nicht kommen mit diesen Sätzen, ich will euch helfen, lebt euer Leben, dies, das. Ihr geht es wirklich in erster Linie nur ums Geld. Es geht ihr nicht darum, dir zu helfen, dir irgendwie einen Tipp zu geben, dass du besser lebst, weil allein mit der Story, dass sie versucht, Menschen dazu zu leiten, dass sie Nacktbilder verkaufen und damit Geld verdienen, ist für mich einfach schon widersprüchlich. Du kannst nicht davon reden, dass jemandem helfen willst, wenn du die dazu anstiftest, Nacktbilder zu verkaufen. Ergibt für mich vorne keinen Sinn. Und deswegen ist diese Frau einfach nur, keine Ahnung, mit dem Fahrrad damals einen Berg runtergefahren oder so und auf den Kopf gefallen. Ein Produkt gekauft wird, sondern die Frauen sind ja in dem Augenblick das Produkt. Aber sie selbst sieht das nicht so, dass sie Menschen dazu animieren würde oder überreden würde, in diese Industrie einzusteigen, sondern ihr Ziel ist es, Mädels zu ermutigen, zu leben, ohne darauf zu achten, was die anderen sagen. Und auch meine Kinder, wenn die irgendwann mal zu mir kommen werden und sagen, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du das machst, werde ich es trotzdem weiterhin machen. Ja, man soll leben. Man soll nicht immer auf andere hören und man soll sein Leben so gestalten, wie man es möchte. Wenn du aber
sehr, sehr positiv über eine Webseite redest, über eine Tätigkeit. Übrigens eine Webseite, wo man ja eigentlich mal markieren müsste, dass das ab 18 ist. Ich meine, wenn Ron Bielecki das hinkriegt, dann müsste es ja alle Wünsche eigentlich hinkriegen, auch wenn es nur eine Empfehlung ist. Auf jeden Fall, wenn du sehr, sehr positiv über einen Beruf, eine Tätigkeit redest, dabei noch vor einigen Wochen deinen Verdienst postest und anpreist, okay, hey, es macht super viel Spaß und es sind ja nur Nackidei-Fotos und dabei ohne auf Schattenseiten hinzuweisen und sich die Frauen dadurch vielleicht aus der Not heraus und wegen diesem super positiven Feedback dort anmelden, ist das dann alles nicht ein bisschen fragwürdig? So, letztendlich ist das Werben von OnlyFans halt von einer Wünsche so gefährlich, weil sie die Not der Frauen damit ja ausnutzt, indem sie vorher zeigt, wie viel Geld sie verdient, wie viel Geld man da verdienen kann. Und eine Frau sich deswegen auch denkt, ich mache das jetzt für ein Jahr und dann ist das, dann habe ich viel Geld wie Anne Wünsche und kann das kaufen, das davon mitbezahlen, davon leben, ohne sich über den Gedanken über das, was danach kommt, zu machen. Und deswegen, das kritisiere ich an Anne. Nicht, dass sie das. Also ich würde teilweise beides kritisieren. Das von Anne Wünsche brauchen wir gar nicht diskutieren, kritisiere ich sowieso. Aber die Mädchen, die die Story von ihr gucken und sich denken, oh, ich bin gerade in Not und was weiß ich was, ich fange jetzt auch damit an, ist auch sehr naiver Gedanke. Also es gibt genug Möglichkeiten, Geld zu verdienen, auch auf einem Wege, wo du natürlich dann auch morgens aufstehen kannst und in den Spiegel blicken kannst und sagen kannst, ey, ich bin stolz darauf, wie ich mein Geld verdiene. Da gibt es genug Wege für. Deswegen finde ich das teilweise auch zu kritisieren, dass Mädchen die Story gucken und sich denken, ich fange dann damit an, um Geld zu verdienen. Also es ist beides zu kritisieren, meiner Meinung nach. Aber die Einleitung kommt ganz klar von Anne Wünsche. Ist für mich wie Casino. Wenn als Beispiel jetzt einer für Casino wirbt und davor noch zeigt, wie viel er gewonnen hat, dann wird es klar viele Leute geben, die sich denken, ey, ich will jetzt auch so viel Geld verdienen, das ist anscheinend gar nicht so schwer, fange ich auch an, stecken sie ihr ganzes Gehalt rein, sind dann irgendwann pleite, irgendwann streiten sie sich mit der Familie, Familie schmeißt die raus, was weiß ich was. So fängt ja alles an. So, und genau über diese Schattenseite wird aber nie gesprochen. Und das ist der Punkt, den ich am meisten vom Ding her kritisiere. Das tut, dass eine Frau das tut, sondern dass man sich bewusst ist, was kommt danach? Das muss sie auch erklären. Nach heftiger Kritik erstellte sie eine Vor- und Nachteileliste, die sich eher einfach lesen lässt. Mögliche geleakte Fotos, möglich, dass dein Umfeld nicht gut darauf reagiert. Aber wenn du dranbleibst und aktiv bist, vielleicht auch auf der verlinkten Seite, dann kannst du viel Geld verdienen. Alles meiner Meinung nach eher wischiwaschi. Aber es ist Fakt, dass harte Arbeit nicht ausreicht, sondern auch Glück mitspielt, Reichweite mitspielt und vor allem, wie weit ihr geht. Stattdessen postet sie nach... Also es ist bestimmt alles andere als harte Arbeit. Also ich denke, wenn du im Badezimmer ein Foto vom Spiegel machst, nackt, bist du weder körperlich irgendwie angespannt noch was weiß ich was. Also das ist am Ende des Tages keine harte Arbeit. Der Kritik von Yvonne ein leicht... Es ist aber irgendwann auf Dauer das Problem mit der Psyche. Und das wird halt hier nicht angesprochen von unserer Anne. Kleidetes Bild, um die Leute darauf hinzuweisen, dass wenn ihnen etwas nicht gefällt, was sie sehen, sie doch gerne wegschalten sollen, weil es ihre persönlichen Grenzen sind. Aber darum geht es nicht. Es ging nie darum, auch von Yvonnes Seite aus nicht, dass man sie dafür kritisiert, dass sie sich aussieht und damit Geld verdient. Kann sie doch gerne machen. Es geht um die fast krampfhaft positive Darstellung einer Branche, die viele dazu bringt, über ihre Grenzen hinauszugehen. Sie gehören zu diesen 10-5%, wo sich die Aussicht auf Geld wirklich gelohnt hat. Aber die anderen 90, sagen wir grob 90%, für die wird es sich in den meisten Fällen nicht rentieren. Und vor allem wird es viele Folgen mit sich bringen. Das ist nicht mal eben ein Beruf, wo man sich ausprobieren kann und sagen kann, ja okay, hat nicht geklappt. Oder ein Studium, wo man sagt, ja gut, habe ich angefangen, breche ich ab, ist okay. Das ist ein Beruf, wenn man da einsteigt, kann der weitgreifende Konsequenzen haben. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass wir, wie Yvonne gesagt hat, das Kind beim Namen nennen. Es handelt sich um die Erotikbranche. Es gibt keine Aufspaltung. Das ist ja der Punkt. Die Leute reden das alle so gut, aber die gehen nicht auf die Schattenseiten ein. Also man muss, wie die selber sagen, das Kind einfach beim Namen nennen. Hassan. Es ist nicht gut. Was dann später alles für Folgen entstehen können, die sind halt wirklich gewaltig, wenn man überlegt. So, klar, Geld verdient ist das eine, aber was passiert, wenn du aufsteigen willst? Okay, ich mache nur freizügige, ästhetische Fotos. Ich bin ein OF-Creator. Freizügigen Ducky-Dye-Content oder auch mehr. Und Erotikbranche. Das ist dasselbe. Wenn du dich dahin begibst, dann bist du in dieser Branche. Da können deine Bilder
noch so ästhetisch sein und mit einer noch so tollen Kamera geschossen werden und man kann sich noch so oft ein Creator nennen, man ist ein Erotikmodel, was sein Körper für Geld verkauft. Ohne aber, ich kann meinen Eltern ein Haus kaufen, ohne aber, bla bla bla. Punkt. Und das ist nichts Schlimmes, absolut nicht, aber diese Tätigkeit auf diesen Webseiten wird einem als etwas Harmloseres verkauft. Durch eben diese Begriffe wie Creator oder durch den Aufbau dieser Seiten. Beispielsweise OF ist aufgebaut wie eine Social-Media-Plattform. Du hast ein Feed, du siehst die neuesten Beiträge. Also so ein bisschen wie Instagram. Nur halt gefühlt nackt. Seite von Anne Wünsche. Dort wird gearbeitet mit Reels, was man auch von Instagram oder TikTok kennt. Alles ist irgendwie Social-Media-mäßig gemacht und wird normalisiert oder auch eher in meinen Augen verharmlost. Du musst dir vorstellen, in Deutschland als OF-Girl hast du es natürlich viel, viel schwerer als in Amerika. In Amerika ist OnlyFans so, da wundert es eher Leute, wenn du es nicht hast als Frau. Und wenn ihr es gerne machen möchtet, euch gerne zeigt, euren Körper gerne freizügig zeigt, dann macht es. Aber seid euch den Konsequenzen bewusst, die damit einhergehen können. Übrigens, das kann ich mal das Ganze hier auflösen. Anne Wünsche oder auch ihr Management hat auf meine E-Mail nicht reagiert. Zufälligerweise wurde aber am nächsten Tag genau dieses Thema angesprochen. Aber sie hat dann am Freitag ein Reel hochgeladen, wo sie dann nochmal darauf verwiesen hat, dass es ihr nicht darum geht, Mädels oder Frauen zu animieren, sondern sein Leben zu leben. Das kann sie so oft sagen, wie sie will. Das wird für mich vorne keinen Sinn ergeben. Wenn du die Menschen nicht animieren willst, dann musst du auch mit den Schattenseiten kommen. Du kannst nicht nur sagen, oh, es ist gut, du verdienst viel Geld, du kannst dein Leben leben, du kannst machen, was du endlich willst, du hast die Möglichkeit, mit deinem Körper noch mehr Geld zu verdienen, du kannst deiner Mama ein Haus kaufen, du kannst deinem Vater ein Fahrrad kaufen, du kannst alles. Und es ist so einfach, wenn du nur auf den Link drückst. Checkt ihr, was ich meine? Das heißt, die zeigt ja gar nicht, was für negative Punkte überhaupt auftreten können, wenn die das wirklich machen. Aber ja, laut Anna Wünsche sollen wir eigentlich alle nur unser Leben leben. Ich werde jetzt auch mein Leben leben. Ich werde mir jetzt auf meinem Laptop OnlyFans runterladen und dann wird es richtig schöne Bilder von meinem Arsch geben, weil ich will mein Leben leben. Okay.